Recht herzlich willkommen, liebe Freunde, zu einer neuen Folge von GTA 5 hier mit Trevor auf dem offenen Meer mit einem gelben Boot. Ja, und ihr seht, wir haben gerade den Taucheranzug an. Das funktioniert ja so, wenn man sich dieses Boot holt. Ich zeige mal ganz kurz, wo das zu finden ist. Das haben wir ja schon öfters da abgeholt, weil wir uns ja die Unterwasserwelt hier von Los Santos und Blaine County immer sehr, sehr gerne angeguckt haben, weil die einfach super aussieht. Hier findet man das Boot, also manchmal steht da eins, manchmal stehen da auch mehrere, das ist unterschiedlich auch in verschiedenen Farben und so. Und wenn man halt da einsteigt und wieder aussteigt, dann hat man halt diesen Taucheranzug an. Wow. Ja, was heißt Taucheranzug? Also diese Taucherausrüstung mit der Flasche hinten und der Tauchermaske. Richtige Flossen und so sind da jetzt gar nicht dran oder dabei, aber das ist ja gar kein Problem. Ja, damit kann man halt dann auch unter Wasser atmen. Das ist cool, weil die Unterwasserwelt ist dann doch relativ komplex. Also auf der Xbox 360 haben wir uns ja echt schon viel Zeit genommen, um sich die dann hier genau anzugucken. Und auf der PS4 wurde die auch nochmal überarbeitet. Und ich weiß nicht, inwiefern es oder wie viele neue Objekte es zum Beispiel unter Wasser gibt. Aber was es jetzt auch gibt, neben einem Hai oder neben den Haien halt, die uns ja schon öfters gefressen haben, es gibt jetzt Delfine und es gibt auch einen Wal oder halt Wale insgesamt. Die sind ziemlich beeindruckend, glaube ich. Ich habe noch keine gesehen. Und ja, das wäre einfach mal so das, was ich in der heutigen Folge gerne versuchen würde, dass wir Haie, Delfine oder Wale zu Gesicht bekommen. Ja gut, ein Hai haben wir ja schon gesehen in der ersten Folge. Aber halt so ein Wal und ein Delfin, das wäre auf jeden Fall eine coole Sache. Und ja, ich würde sagen, entweder tauchen wir jetzt hier oder wir fahren auch ein bisschen. Ich kann mal kurz zeigen, wo wir hier sind. Wir sind hier gerade an der Westküste. Ich glaube, hier findet man am meisten. Und dann springen wir einfach mal ins Wasser. Das Coole ist natürlich auch, dass wir aus der Ego-Perspektive tauchen können. Also wenn ich jetzt einfach mal so wechsle, dann sehen wir die ganze Sicht aus der Taucherbrille heraus. Finde ich super. Und man sieht ja auch nochmal so die Hände, die tätowierten Hände von Trevor. Leider ist es ein bisschen dunkel hier unten. Das ist ein bisschen schade. Na, ich glaube, wir sollten noch ein bisschen weiter. Wobei da hinten, da sehe ich schon wieder irgendetwas. Huh! Ach, scheiße. Nein. Wo ist denn das Boot? Fuck, da ist der. Scheiße. Ich glaube, der Hai will uns gerade fressen. Okay. Wo ist er? Wo ist der Hai? Achso, genau hinter uns. Mhm, mhm. Da, 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 da. Okay. Hai besiegt. Oh, ich habe gerade die Rolle gemacht. Sehr geil. So. Dann, ja, ich sollte mich noch ein bisschen an die Eco-Perspektive gewöhnen. Hä? Ein Schritt und dann ist er hier gleich schon rübergelaufen. Na gut. Dann steigen wir jetzt hier mal ein und fahren auch ein bisschen näher an die Küste ran. Da hinten ist übrigens ein Segelboot gerade anwesend. Die suchen bestimmt auch Wale. Aber ich schalte jetzt ab und zu mal zwischen den Perspektiven hin und her. Weil dann sieht man hier doch ein bisschen mehr. Ein bisschen mehr vom Meer. So, dann ich glaube, jetzt tauchen wir einfach hier mal. Das war jetzt aber Zufall, dass da ein Hai war. Ich bin nämlich eben auch schon mal ein bisschen rumgetaucht. Und da hinten war auch ein cooles Objekt. Ich weiß gar nicht was. Ich meine, das wäre ein U-Boot gewesen. So ein U-Boot-Wrack oder so. Bin mir natürlich nicht ganz sicher. So, Ego-Perspektive. Und dann jetzt hier einmal runtertauchen. Könntest du jetzt bitte, das ist... So, perfekt. Oh, ich dachte gerade, da käme wieder ein Hai auf uns zu. Oh Mann, erstmal ein bisschen umgucken, was es denn hier so gibt. Also da haben wir auf jeden Fall schon mal irgendetwas zum Erkunden. Und hier guckt einfach mal mit, ob jetzt gleich wieder so ein roter Punkt auf der Karte auftaucht, der dann den Hai symbolisiert. Also ich weiß nicht, was das ist. Da hinten, da ist so eine Pipeline. Die führt halt in dieses Objekt. Ich dachte erstmal, das wäre ein U-Boot. Aber ich glaube, das ist gar kein U-Boot. Kann auch sein, dass wir dieses Objekt schon mal entdeckt haben in einer der... Jetzt Showfolgen auf der Xbox 360. Bin ich mir aber gar nicht ganz sicher. So, das ist. Es sieht irgendwie aus wie so ein Behälter, ein Gasbehälter oder was weiß ich denn. Da ist auf jeden Fall eine Luke. Und da kann man auch rein. Können wir ja mal versuchen. Also wäre wirklich cool, wenn wir zum Beispiel eine Harpune hätten und die aufrüsten. Oder ausrüsten könnten mit einer Taschenlampe. Aber ich glaube, es gibt gar keine Harpune. Wäre eine coole Idee, also
Die Entwickler sollten sich das vielleicht mal überlegen. Dass man das dann mal irgendwann mit in das Spiel mit einbringt. Warum kriegen wir denn jetzt Lungenvolumen, wenn wir eine Sauerstoffmaske oder halt so eine Sauerstoffflasche dabei haben? Das sollen wir mal erklären. Ja, normalerweise findet man ja auch hier relativ oft Waffen und so. In dem Fall jetzt aber gar nicht. Ja, hier ist es nur noch dunkel. Blöd ist natürlich, wenn man hier reinschwimmt. Ohne dass man halt diese Taucherausrüstung hat. Und dann kommt man hier nicht mehr raus, schnell genug. Ist ja auch relativ tief. Und dann ertrinkt man. So. Übrigens für Leute, die jetzt vielleicht sagen könnten... oh, das Video ist voll lang. Oh, da hinten ist ein Delfin. Das Video ist voll lang, da passiert nichts und so. Ich weiß, es gibt viele GTA-Spieler, die dann halt immer ihre Highlights zusammenschneiden, halt wenn sie... Oh, noch ein Delfin. Wenn die Delfine oder Haie sehen. Oder Wale. Aber ich habe das ja immer so gemacht, dass ich möglichst gar nicht schneide. Und das ist dann halt immer so eine Erfahrung. Also ein Video, da gehört halt alles zusammen. Was da passiert, das ist halt GTA. Und das werde ich ja dann auch nicht irgendwie umändern, indem ich dauernd herumschneide. Das wollte ich einfach nochmal kurz sagen. Und wenn wir heute halt kein Wal oder so finden, dann finden wir keinen Wal. Also, finde ich jetzt persönlich gar nicht so schlimm. Ja, da hinten war auf jeden Fall ein Delfin. Hm. Blöd, dass der jetzt wieder weg ist. Naja, aber man hat auf jeden Fall schon mal aus einiger Entfernung gesehen, wie hier so ein Delfin aussieht. Halt wie ein Delfin, ich weiß, aber... Nee, das sieht cool aus, die Animation von denen. So, da hinten ist unser Boot. Ich würde sagen, wir fahren noch ein Stück weiter. Man sieht das dann auch relativ gut, wenn man halt gerade über, ja, über einen Wal fährt. Oder wenn sich unter dem Boot gerade ein Wal befindet, weil der halt doch relativ groß ist und den Umriss, den kann man ganz gut erkennen. Was? Aha, okay. So. Dann gehe ich nochmal in die Third-Person-Ansicht. Gucken, ob wir hier einen Wal finden. Oh, guck mal. Alter Schwede, sieht das gerade cool aus, oder? Boah, das Blöde ist, es wird gleich dunkel. Ja, das ist nicht so gut. Dann sehen wir gleich gar nichts mehr. Komm, ich will auf jeden Fall noch einen Wal sehen. Komm. Ein Wal... Boah, dieses Korallenriff. Ah, guck mal, hier ein Delfin. Oh. Oh, das wollte ich gar nicht, sorry. Oh. Ich feiere das gerade extrem. Können wir so parallel? Alter Schwede. Ich nähere mich noch ein bisschen. Boah, das ist einfach so wunderschön gerade, dieser Moment, oder? Den muss man einfach gerade genießen. Ich liebe GTA einfach für solche Momente. Und dass man so einen Delfin einfach eingefügt hat, ich finde das so super. Dass wir den jetzt auch aus aller, ja, aus aller Nähe betrachten dürfen. Flipper, bist du es? Ich würde gerne mal wirklich parallel mitschwimmen. Ja, sorry, manchmal geht das nicht. Manchmal will der einfach nicht untertauchen. Das sind drei Stück jetzt hier, sogar da links. So
ersten zwei. Hier sind, hier ist noch einer. Oh, das ist wunderschön, oder? Ich glaube, da hinten ist unser Boot. Wie viel Uhr haben wir? Können wir eigentlich unser Handy können wir gar nicht rausholen hier gerade. Naja, okay. Ich glaube, wir schwimmen mal wieder zum Boot. Ich muss mal gucken, wie viel Uhr wir haben. Also ich glaube, es wird wirklich jetzt gleich dunkel. Ach man, jetzt noch einen Wal zu finden, das wäre einfach klasse. Aber drei Delfine sind auch cool, muss man ehrlich mal sagen. Okay, wir haben 20 Uhr. That's not so good. Naja, okay. Hey, wo ist denn jetzt unser Boot hin? Das war gar nicht unser Boot da eben, oder? Hm. Das war das Segelboot. Hallo, Boot? Wo ist unser Boot hin? Ist das nicht eigentlich hier irgendwo? Hm. Ich will mein Boot wieder haben. Scheiße. Das wurde früher immer noch auf der Karte angezeigt. Jetzt irgendwie nicht mehr. Aber ich dachte, ich hätte das eben da gesehen, aber ich glaube, das war nur das Segelboot, oder? Blöd, dass es jetzt hier so dunkel wird, aber ja, das lohnt sich jetzt sowieso nicht mehr. Naja, gut. Dann würde ich fast sagen, das mit dem Wal machen wir wann anders mal. Oder? Es tut mir leid. Aber wir können auch eine andere coole Sache machen. Moment, ich guck mal kurz auf die Karte. Wo sind wir denn hier gerade? Wobei das... Ach, da sind wir gerade. Mhm, mhm. Ich will mein Boot wieder haben. Na gut, das bringt jetzt nichts mehr, selbst wenn wir jetzt einen Wal finden. Da sieht man nicht mehr so wirklich viel, oder? Aber ihr habt auf jeden Fall auch mal die Ego-Sicht gesehen und ihr habt die Delfine gesehen. Dann werde ich in einer der nächsten Netzshow-Folgen auf jeden Fall nochmal versuchen, den Wal zu finden. Oder ich schneide das dran, aber wie gesagt, also mache ich ja normalerweise nicht so gerne. Ich will aber jetzt auch nicht, dass das Video wieder so ewig lang wird. Hallo, könnte ich mal ihr Boot haben? Oh, da ist gerade ein Hai. Oh. Ich habe gerade die Leute runtergeschmissen. Ah, blöd gelaufen, ne? Das ist geil gerade. Ich habe die Leute gerade hier ins Meer geschmissen. Jetzt kommt der Hai vorbei. Oh Mann, ich bin so fies. Wobei Trevor ist so fies. Naja, okay, steigen wir mal ein, ne? Dann fahren wir mal zur Straße und dann speichern wir mal. Ja, wobei ich glaube, ich mache das dann wirklich in der nächsten Folge, oder? Es tut mir leid, wenn wir den Wal jetzt nicht gesehen haben, aber dann finden wir den einfach später mal. War ja jetzt einfach mal so ein kleiner Ausflug. Ich könnte euch noch was anderes zeigen, aber ich weiß nicht, ob ich das jetzt noch mache. Aber es kommen natürlich auch mal wieder längere Folgen, aber momentan halt... Ich denke, am Wochenende komme ich mal wieder dazu, längere Folgen zu machen, so 30 Minuten und so. Ich hätte euch das Hackbeil oder das Hackebeil oder Hatchet oder die Axt oder wie auch immer man das nennen mag, hier gerne noch gezeigt. Aber ich glaube, Trevor hat das noch gar nicht. Ach doch, Tatsache hier, das Kriegsbeil. Ja, geil. Wir gehen mal in die Ego-Perspektive. Bam. Das ist ganz cool. Moment. Ich hoffe, der steigt aus. Funktioniert doch nicht so ganz, oder? Hat er mir gerade einen Mittelfinger gezeigt? Hä? Na ja, gut. I don't like this.
Alter. Oh ja, jetzt hier. Komm. Außer. Komm. Alter Schwede, okay. Das ist das Hackbeil. Hackebeil. Oder wie heißt das jetzt genau? Kriegsbeil, genau, das Kriegsbeil. Alter Schwede. Okay. Das ist eine der Bonuswaffen, genau wie die Railgun. Und bekommt man, wenn man halt, ja, Rückkehrer ist von der Xbox 360 oder von der PS3 auf eine der neuen Konsolen mit GTA 5. Ja, ganz cool, wollte ich euch mal zeigen. Sorry nochmal, dass es mit dem Wahl nicht funktioniert hat. Werden wir aber dann auf jeden Fall in der nächsten Zeit nachholen. Warum schlägst du bitte... Naja, okay. Bis zum nächsten Mal mit GTA 5. Ciao.